Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Jetzt endlich ein bisschen Zeit. Lugia ist am Start seit ein paar Tagen. Ich habe 4 bisher gemacht. 4 von 4 gefangen. Kein Shiny dabei, kein guter. Einer davon war besser als der, den ich bisher hatte. Aber bisher nichts Besonderes dabei gewesen. Shiny scheint relativ häufig zu sein. Also relativ. Und 100% Fangrate, wie ihr wisst. Ich habe Video dazu gemacht. Aber zu fangen ist echt schwer. Fangtrick funktioniert so wie üblich nicht. Man muss einfach werfen. Man trifft trotzdem öfters exzellent, aber nicht so wie mit dem Fangtrick. Und das ist halt ein krasser Kontrast zu Rayquaza, der davor da war. Der war so leicht zu werfen. Man konnte egal wie werfen und es hat eigentlich fast immer exzellent getroffen. Auf jeden Fall reden wir heute noch über Rayquaza. Abschluss, meine Statistik, wie viel habe ich gefangen, wie viele, was mein Bester und sowas. Also ihr wisst, wir haben die verrückte Tour gemacht, über 100 Raids, wo Rayquaza da war. Das heißt, die Statistik ist tot, richtig schlecht. So, zwar habe ich erstmal 163 gemacht. Ich habe noch nie so viele Raids gemacht. Ich dachte, bei Kyogre ging ich schon ab, da hatte ich 121 oder so. Und davon 96 gefangen. Was gar nicht so schlecht ist, wenn man bedenkt, dass wir bei so vielen geflohen sind. Und mein Bester ist 98%. So. Schreibt unten in die Kommentare, was euer Bestes ist. Ich kenne viele Leute, sehr viele Leute, die einen 100er bekommen haben. So, ich habe 2 98er. Einen nur mit 14 Angriff. AP und Defense. Und dann den hier. Den habe ich irgendwann einfach so in Schwabing gefangen bei einem Doppelraid. Auf der ganzen Tour, das Beste, was ich gesehen habe, waren 96er 15 Angriff. Einer von denen da. Ich glaube, der hier sogar. Ist der? Tag 15, ja, wahrscheinlich der hier. 11.3. genau. Das war der. Ansonsten der mein schlechtester, weil ich habe so eine kleine Wette laufen mit einer Freundin, meiner besten Freundin. Den besten und den schlechtesten vergleichen wir mal. Das ist der hier, 2007. Bonbons habe ich auch sehr viele. Ohne jetzt irgendwelche Sonderbonbons nutzen zu müssen, kann ich den jetzt auf Max pushen. Hat 2 Drachenattacken, so werde ich ihn auch lassen. Den anderen kann man vielleicht auf 2 Flugattacken machen. Aber ich mache jetzt erstmal nur einen. So, den hier. Ein Kollege von mir, Dennis, der hat auf seinem Main- und Name-Account gesamt 9 bis 10 100er Rayquaza gesehen. Ich glaube, er hat 4 gefangen auf dem Main und 1 oder 2 auf dem Neben. Ich bin mir nicht mehr sicher, da waren so viele. Es hat echt verwirrt und Dutzende, echt Dutzende 98er. Das war echt krass. Rayquaza ist ein Pokémon. Erster Raid, glaube ich, 100er Rayquaza und dann kamen die nur noch so hinterher. So. Echt schade, wir hatten fast die 8 Millionen geknackt an Sternstaub, aber für den kann man schon mal pushen und den Sternstaub wieder verbrauchen. Bam. Der hat auch natürlich die Drachenmedaille hochgepusht. Was eigentlich irrelevant ist, aber für die Medaillen und Statistikjäger. Ich weiß halt gar nicht, wie hoch der eigentlich kommt. Bin relativ gespannt. Und das Interessante bei Rayquaza ist, der Angriff wirkt sich gar nicht so stark aus wie bei den anderen. WP-mäßig meine ich jetzt. 98er hat echt nur 2 WP oder so weniger als ein 100er. Voll gemacht.
Ja? Schon relativ hoch. Der knackt meine Top 12, glaube ich mal. Also Top 9. Top 9 knackt der, glaube ich, nicht. In den ganzen Despotas. Aber die Dragoan hat er jetzt schon mal überholt. Oh, war es das schon? Ne, einmal geht noch. Und jetzt hat 3635. Okay. Nochmal V-Check. KP Attack 15. So. Weg damit. Auf Platz Nummer 10 ist er. Er ist hinter den ganzen Despos. Ganz knapp aber nur. Und vor dem unbekannten Despotar, den ich aus dem Raid habe. 15 Angriff. Ich habe gehört, der hat 89% oder so. So. Das war's von mir. Kurzes, schnelles Video. Statistik von Rayquaza. Cooles Pokémon. Hatte ich gerne als Raid Boss. War leicht zu fangen. War auch leicht zu bekämpfen. Und jetzt habe ich meinen 98er auf Max gepusht. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr Rayquaza fandet. Und natürlich, was euer bestes Rayquaza ist. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.